Hier sitzt... Oh, da sitzt der Skorpion. Der passt auf. Den müssen wir jetzt wegmachen. Da ist noch ein Dillo-Nest. Okay. Schaffen wir den? Pieks. Flieht der? Nicht fliehen. Ich brauche die Pfeile. Okay. Das sind die kostbaren Glass Arrows. Und herzlich willkommen zu Ark the Hunted. Wir sind wieder tief in unseren Minen unterwegs mit Christine. Wir haben ja einige coole neue Waffen gefunden, die wir uns gerne mal herstellen würden, weil die auch ziemlich stark zu sein scheinen. Müssen wir mal sehen, wie stark die wirklich sind. Auf jeden Fall wollen wir das alles mal ausprobieren. Dafür brauchen wir ziemlich viele wertvolle Ressourcen. Unter anderem Kristall, Obsidian und Metall. Und das, glaube ich, finden wir alles hier unten in den Minen. Hoffe ich zumindest. Wir haben auf jeden Fall schon Metall und Kristall gefunden. Um das restliche Kristall abzubauen, habe ich auch so ein paar Ideen. Ich habe da auf jeden Fall mal ein bisschen was mitgenommen. Mal gucken, ob das auch gut funktioniert. Das da oben ist nämlich Kristall. Da müssen wir aber erstmal irgendwie hinkommen. Deswegen bauen wir uns hier so eine Plattform. Ich glaube, ich habe die ein bisschen zu weit hier vorne gesetzt. Ne? Und dann klettern wir da hoch. Du wartest mal kurz, Christine. Kommen wir da rauf? Vielleicht über Christine rüber? Nee, nicht. Brauchen wir doch eine Treppe. Dann kommen wir da auch hoch. Dann können wir das hier alles abbauen. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir unten tief in den Höhlen irgendwo vielleicht Obsidian finden. Das wäre optimal. Kommen wir da nicht hin. Das ist aber doof. Weil ich habe keine Foundations mehr. Ist das so hoch? Eieiei. Vielleicht muss ich doch noch mehr Foundations mitnehmen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das ist auch wirklich hoch hier, ne? Okay, ich glaube, wir können die Sachen alle wieder aufheben. Das ist so ein bisschen umständlich so. Aber das ist unsere einzige Möglichkeit, um da ranzukommen. Ich glaube, es wäre cooler, wenn wir einen Sattel für Christine hätten. Dann könnten wir mit Christine da hoch und die hat, glaube ich, eine bessere Reichweite als ich. Aber okay, irgendwann später dann, wenn wir soweit sind. Das bauen wir erstmal wieder ab. Und ja, jetzt lassen wir die Sachen einfach mal da. Weiter unten gibt es noch bessere Vorkommen. Da lohnt sich das dann auch richtig. Das waren jetzt drei so Dinger, ne? Komm mal mit. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig werden. Das ist doch ein bisschen gefährlicher hier unten. Ah, machen wir mal Licht an. Okay. Ist auch ziemlich warm. Ich glaube, ich verliere so ein bisschen Hitpoints. Also einen Hitpoint haben wir verloren. Mit Fackel ist es halt noch wärmer. Das ist neu, das Nest. Da ist aber nichts drin. Ah, das hier ist weg. Das sitzt jetzt da oben. So ein bisschen verlagert. Das sind alles Dillo-Nester, ne? Also die gepunkteten Überraschungseier da, das sind Dillo-Eier. Okay. Gut. Bleib mal da stehen. Wir gucken mal hier rechts. Da gibt es auf jeden Fall Kristall. Wollen wir sie da alleine sitzen lassen? Für einen Moment geht das, oder? Okay. Hier sitzt... Oh, da sitzt der Skorpion. Der passt auf. Den müssen wir jetzt wegmachen. Da ist noch ein Dillo-Nest. Okay. Schaffen wir den? Pieks. Flieht der? Nicht fliehen. Ich brauche die Pfeile. Okay. Das sind die kostbaren Glass Arrows. Christine? Alles gut bei dir? Alles gut. Okay. Ja, und dann finden wir natürlich auch Chitin hier. Das ist natürlich auch super wertvoll für uns. Das heißt, wir bauen den Kollegen direkt ab. Wir brauchen nur den... das sind Zangen, ne? Die Zangen, das Gift. Und dann holen wir uns noch das Chitin hier. Oh, super gut. Cementing Paste, wir kommen. Also wir gehen auf jeden Fall ein bisschen Skorpione jagen. Das ist... Also wir kriegen eigentlich nur Ressourcen hier unten, die super wichtig für uns sind. Also das lohnt sich total. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was aufbauen, dass ich da hochkomme. Ah, nee. Nimm mal die 6 raus und baue mir hier so ein Podest. So. Oh, geht das so? Ja. Gut, machen wir noch direkt einen drauf. Treppe. Treppe. Oh. Oh, ich habe eine Treppe verloren. Da muss ich aufpassen. Jetzt haben wir eine Treppe weniger. Gut, müssen wir irgendwann Nachschub holen. Dann kann ich gleich ein paar Foundations mitbringen. Jetzt bauen wir das hier auch alles ab. Boah, das sieht aber richtig gut aus. Ich glaube, das lohnt sich. Jawohl.
Und dann müssen wir jetzt überlegen, wo wir weiter runtergehen. Ich habe so ein bisschen Angst mit Christine, weil hier überall Lava ist. Wir könnten da links gehen, das sieht aber nach einer Sackgasse aus, ne? Da gibt es einen Tunnel durch und an Christine vorbei geht es ja auch weiter. Also da haben wir ziemlich gut Auswahl. Ich habe es doch einmal geschafft. Wir sind wieder nicht hoch genug. Ah doch. Komm schon. Wir kriegen das. Okay. Okay, der Rest ist zu hoch oben. Ich lasse das mal stehen, oder? Für einen Moment lasse ich das mal stehen und dann müssen wir einfach das... Müssen wir noch eine Foundation mitnehmen und das dann abbauen. Okay. Ja. Also, dann geht's runter in Lava. Da wollen wir nicht hin. Oh. Hier sieht's aber safe aus. Also, da können wir auch Christine mit hinnehmen, denke ich. Christine ist halt so ein bisschen als Backup dabei. Allein, das ist schon wirklich gefährlich hier. Hey, du. Oh, jetzt kommen alle. Das ist nicht so gut. Oh, ist der schnell. Okay, den Kleinen haben wir. Oh, nix hier weg. Christine, hilf mir. Christine. Mach den weg. Ich habe Angst vor dem. Hat das... Das hat nicht funktioniert. Aua, au. Ich steck fest. Das ist ein Riesenskorpion. Christine, hilf mir doch. Okay, Christine kommt. Wieso hat das nicht funktioniert? Wieso sind hier so viele Skorpione? Christine! Wieso kann der fliegen? Das ist alles nicht cool. Wir verlieren jetzt sämtliche Pfeile. Das ist auch nicht gut. Der blutet. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich steck fest. Ich lach gleich. Wo ist Christine? Da ist Christine. Christine, bleib bei mir. Okay, den haben wir. Pfeile haben wir auch wieder. Christine, stopp. Oh, da war der Kleine. Wir machen jetzt erstmal den Großen. Oh, der Große ist aber direkt in der Lava da hinten. Okay, der ist auch down. Ein Pfeil zurück. Die Pfeile vom Großen sind alle verloren. Okay, das kostet doch wieder ein bisschen Ressourcen, was wir hier machen. Den Großen müssen wir auch zerlegen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Der fällt bestimmt in die Lava, wenn er zurückkommt, oder? Ich springe jetzt darüber. Das sind alles wertvolle Ressourcen. Nur wenn ich jetzt einschlafe in der Luft, dann haben wir ein Problem. Christine, ich bin ziemlich müde. Du musst auf mich aufpassen, ne? Okay. Wir haben ziemlich viel Durst. Wir springen jetzt hier rüber. Das schaffe ich schon. Was meint ihr? Jump! Oh, ich muss nochmal springen. Das ist aber Metall. Das ist cool. Der Riesenskorpion ist super komisch. Wieso kann der so komisch fliegen? Okay, ist down. Ah, das ist ein bisschen creepy jetzt. Ich will da nicht runterfallen. Okay, wir riskieren's. Jump! Oh, Obsidian, das hat sich gelohnt. Super gut, dass wir hier hingeguckt haben. Richtig gut. Das ist ein Megaskorpion. 1,4-fach. Also das ist ein ziemlich großer. Gut, also wir haben jetzt genug Zeit, die abzubauen. Ich lege jetzt einfach mal los. Ich nehme den Skorpion mit. Wir nehmen das ganze Metall mit. Hier sind 3 Metallvorkommen. 2 Obsidianvorkommen. Ich habe auch was zu trinken dabei. Da habe ich dran gedacht. Aber das ist gleich aus, glaube ich. Also zu viel haben wir da nicht dabei. Ich kriege ja scheinbar ziemlich schnell Durst. Ist ja auch ziemlich warm. Wir haben hier jetzt 42 Grad. Also die Temperatur ist überall ziemlich gleich in der Höhle. Ja, also ich glaube, ich gebe es jetzt langsam auf. Die Axt hält sowieso nicht mehr lange. Ich bin jetzt schon seit bestimmt 10 Minuten dabei, auf diesem Skorpion rumzuprügeln. Und da tut sich nicht wirklich viel. Also ich habe auch ein paar Pausen eingelegt, weil ich keine Lust mehr hatte, ganz ehrlich. Aber das geht immer noch weiter. Und im Prinzip lohnt sich's. Also wir bekommen super viel Chitin raus, aber es dauert wirklich lange und die Axt ist jetzt gleich durch. Dann können wir auch auf dem Weg irgendwie ein paar kleinere abbauen. Oder wir müssen direkt wieder hoch das Tool reparieren. Das Metall können wir jetzt gar nicht mitnehmen, weil ich schon komplett beladen bin. So ein bisschen was noch mitnehmen. Wichtig ist, dass wir nicht geslowt sind. Also wir wollen mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs sein, weil wir müssen ja noch hier drüber springen. Ich habe das schon einmal gemacht und habe das Obsidian weggebracht. Jetzt müssen wir das nochmal schaffen. Und vielleicht sollten wir da früher oder später mal eine Brücke bauen. Das wäre bestimmt nicht verkehrt. Und wenn ich hier irgendwo hängen bleibe, dann
ist das nicht so cool. Dann ist nämlich alles weg. Und alles war umsonst. So, Christine. Christine hat nur einen Bonus auf Metall. Das heißt, bei dem Metall ist bei ihr nicht so schwer. 183 bei uns. Bei ihr wiegt es sehr viel weniger. So. Hast du das jetzt alles? Sieht so aus. Du hast nicht mehr viel Gewichtsplatz, ne? Also Steine oder so hat sie keinen Bonus. Oh, auf Obsidian hat sie einen Bonus, oder? Nee, auch nicht. Die will gar nicht mehr. Die ist schon wieder voll. Dann leveln wir noch so ein bisschen Gewicht und tragen das Zeug halt dann selber. Ich weiß auch nicht, ob wir so viel Fleisch brauchen, ne? Vielleicht schmeißen wir das auch noch raus, einfach weil es so super schwer ist. Und dann kann sie noch das ganze Chitin hier nehmen. Sie muss halt das Metall tragen, das ist das Wichtige. Und ansonsten ist eigentlich egal, was wir ihr geben. Ich nehme den Stein mal mit, weil ich weiß, dass wir viel davon brauchen. Notfalls können wir da später auch noch ein bisschen Stein rausschmeißen. Jetzt gucken wir mal fix. Habt ihr es gehört? Ich glaube, da ist irgendwo ein Baby-Dillo oder so. Ich habe den jetzt nicht gesehen. Christine, bleib mal hier. Das Nest. Dillo-Nest. Baby-Dillo sehe ich nicht. Aber ich habe ihn gehört. Also irgendwo ist, glaube ich, einer. Mit Fackel ist das halt echt warm. Wir haben ziemlich viele Pfeile verloren, leider. Oh, Kristall. Weil die Viecher alle weggerannt sind. Nehmen wir das mal mit, wenn es geht. Ja, so ein bisschen. Pilze. Voll lecker. Höher kommen wir jetzt nicht. Da muss ich wieder die Bauteile holen. Das Kristall ist alles ziemlich hoch an der Decke. Jawohl. Also das lohnt sich echt, hier unten mal runter zu gehen. Jetzt wissen wir auch, dass wir direkt in der Basis praktisch Obsidian haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was ist denn das? Ach, das ist nur ein Stein. Ach, das ist ein Teil. Das haben wir schon runtergeprügelt. Ein Stück von dem Kristall. Oh. Das ist creepy. Jetzt müssen wir wieder springen, ne? Ich glaube, wir sind genug gesprungen. Das ist eine echt große Lücke. Die Brücke sollten wir vielleicht vorher reparieren. Auch wenn es da drüben Kristall gibt. Da gehen wir jetzt nicht rüber. Also wir brauchen noch mehr so Bauteile. Wir müssen dann so ein paar Brücken hier unten bauen, damit wir noch tiefer runterkommen. Aber das war schon mal ein ganz guter Start. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, wo wir Brücken bauen, weil wenn ich da drüben eine Brücke baue, in der zweiten Lücke, dann weiß ich nicht, ob da noch Metall spawnt. Das ist halt so ein bisschen risky. So, schleifen wir mal hier durch. Schleichen wir uns mal da drunter durch. Irgendwo war hier der Dillo. Aber ich glaube, der ist in die Lava gefallen oder so. Oder ich bin blind. Ich sehe nämlich keinen Dillo. Ich höre ihn jetzt auch nicht mehr. Okay. Christine, komm mal mit. Ich glaube, wir lassen Christine erstmal hier stehen. Wenn wir angegriffen werden, dann kann ich ja zurückkommen und dann kann sie mir hier helfen und mich beschützen. Aber ich finde es jetzt ein bisschen risky, sie auf Follow mitzunehmen. Auch weil sie so einen großen Wendekreis hat. Nicht, dass sie uns dann doch irgendwie in die Lava fällt oder so. Hier liegt noch ein Skorpion, ne? Ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich muss erstmal wieder was essen. Also, ich habe bestimmt schon 3-4 Steaks verbraucht. Einfach nur, weil es so anstrengend ist, die ganzen Skorpione auseinanderzunehmen. Und wir haben auch nicht mehr viel zu trinken. Okay. Das schaffen wir. Jawohl. Ich glaube, ich habe vergessen, den zu looten, ehrlich gesagt. Aber okay, den nächsten looten wir dann wieder. So. Jetzt haben wir irgendwo hier auch noch so ein Artefakt, glaube ich, oder? Oh, da ist noch ein Skorpion. 2 Skorpione. Ich habe nämlich extra mal Grappling Hooks eingepackt. Die sind auch super teuer, die kosten mega viel Metall. Aber ich sehe jetzt den Loot gar nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht mehr da, oder? War der nicht da oben irgendwo? Okay. Ich glaube, der Loot ist nicht mehr da. Das ist ja komisch. Ich weiß aber gerade auch gar nicht, wo wir den gesehen haben, weil da sind ja gar keine Plattformen da oben. Egal, wir gucken einfach mal weiter. Das ist also der zweite Weg, den wir noch gehen können. Und das sieht schon mal gut aus. Da ist ziemlich viel Kristall. Und oh, hier ist wieder Lava. Das ist nicht so toll. Und da ist Metall. Das ist natürlich toll. Okay. Ziemlich neblig hier.
Da unten. Oh, ist das creepy. Noch mehr Metall. Yeah. Hier ist so ein Alien-Artefakt in der Wand. So was Komisches. Noch mehr Metall. Oh. Noch mehr Lava. Wir müssen so ein bisschen gucken. Die Onyx verstecken sich auch manchmal in den Wänden, ne? Genau wie die Spinnen. Also kann sein, dass wir hier in den Hinterhalt laufen. Das wäre nicht so schön. Ich weiß gar nicht, warum wir weiter gucken. Eigentlich nur aus Neugier. Weil die Ressourcen haben wir alle schon gesehen. Es gibt hier immer wieder Stellen, so wie hier. Da haben wir den Häuserbuff. Und da ist es dann auch nicht mehr so heiß. Da können wir dann hoch regenerieren und so weiter. Oh, jetzt schon wieder eine Abzweigung. Da sind Onyx ohne Ende. Diese Kristalle können wir nicht abbauen, das wissen wir ja. Die sind leider nicht abbaubar. Nur die weißen. Okay. Das ist, glaube ich, das Ende der Höhle. Da vorne müsste auch das Artefakt sein. Das Höhlenartefakt. Das ist zu gefährlich. Das sind zu viele Onyx. Da gehen wir nicht lang. Wir gehen erstmal wieder zurück. Checken noch kurz die andere Abzweigung. Und dann packen wir alles an Ressourcen ein, was geht. Und machen uns auf den Weg nach draußen, hätte ich gesagt. Wir waren ja eigentlich hier, um Ressourcen zu sammeln. Nicht um unser Leben aufs Spiel zu setzen, unnötigerweise. Ich glaube, hier ging es noch weiter, ne? Ach so. Da gibt's Obsidian. Die Obsidian-Vorkommen sind immer an den gefährlichsten Stellen. Da müssen wir wieder springen. Und das ist auch wieder... Na gut, das schaffe ich auf jeden Fall, ne? Aber ich denke, wir machen es jetzt mal nicht. Wir können dann noch eine Brücke bauen, dann. Wir nehmen mal das ganze Kristall mit hier und noch ein bisschen Metall, je nachdem, was wir halt tragen können. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Das ist eigentlich schon mal eine ziemlich gute Ausbeute, ehrlich gesagt. Ich muss da nur irgendwie hinkommen, ne? Oh oh. Ich glaube, von hier aus. Jawohl. So, Christine, die Bären, die ich die ganze Zeit mit mir rumschlepp, sind natürlich für dich, ist ja klar. Die hat natürlich immer ein bisschen Hunger und ich bringe ihr auch ständig was zu essen, aber die hat immer, also die futtert so viel Zeug weg, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Gut, dann warte mal hier und ich bringe schon mal die ersten Ressourcen hoch. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Wir haben jetzt Obsidian, wir haben jetzt Kristall, wir haben wieder Metall. Das packen wir alles hier in die Forge mit rein und dann lassen wir die direkt so ein paar von den Crystal Ingots basteln, craften. Kochen und so. Schmelzen. Wir brauchen ein bisschen Holz. Den restlichen des Salz. Wir haben ganz viel Salz gefunden. Wir haben auch ziemlich viel Chitin gefunden. Daraus machen wir dann Cementing Paste. Ich weiß gar nicht, ob wir... Da brauchen wir wieder Stein ohne Ende. Ne? So viel Stein haben wir definitiv nicht. Gut, dass ich den Stein mitgenommen habe. Zum großen Teil. Weil wir werden den auf jeden Fall brauchen. Ich muss dann los und Stein holen. Einfach nur Stein. Damit wir Cementing Paste herstellen können. So. Durst haben wir natürlich auch schon wieder. Ist ja klar. Wäre ja langweilig sonst. Gut, das nehmen wir alles mit. Dann gehen wir erstmal fix was trinken. Und füllen unsere Flasche wieder auf. Das ist, glaube ich, fast das Gefährlichste da unten, ne? Es regnet auch die ganze Zeit. Ah, jetzt können wir Regenwasser trinken. Das Gefährlichste da unten ist, dass man verdurstet. Weil es einfach super heiß ist da unten drin. So. Und... Oh je! Da ist irgendwas beim Pfeifen wieder schief gelaufen. Das ist aber echt komisch. Das heißt, wir waren noch zu nah dran. Also die Höhlen sind wirklich direkt unter der Basis teilweise. Das heißt, wenn ich da unten irgendwie pfeife, dann müssen wir Ordering Groups machen, weil ich ansonsten immer alle Dinos mitpfeife. Das ist halt uncool. Ja, also das geht hier so ein bisschen... Das schlängelt sich hier so runter, ne? Hier geht's dann erstmal wieder links. Das heißt, es geht dann direkt unter unsere Basis und dann geht's rechts so ein bisschen weg. Aber wahrscheinlich sind wir dann später tiefer unten in der Höhle wieder unter der Basis. Und ich glaube, von der Höhe her ist es... Ja, da sind wir auch noch nicht so tief. Also wir sind immer in Reichweite unserer Dinos hier oben. Und ich habe die wieder durch die Gegend gepfiffen. Nicht so super gut. Zum Glück haben wir noch nicht so viele. Jetzt packen wir das ganze Chitin hier mit rein. Und dann brauchen wir Stein. So.
Dann kann man ein bisschen Cementing craft. Paste craft. 15 Stück, das ist ja super. Das heißt, wir brauchen dringend Stein. Wie? Das können wir mal rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Wir packen nur Chitin und Stein da rein. Wir brauchen Unmengen von Cementing Paste. Hab ich dich. Wir brauchen noch ein paar Silica Pearls und die kriegen wir am besten von so Trilobites. Das heißt, ich gehe mal so ein bisschen raus und sammle Trilobites. Die geben immer super wenig Silica Pearls. Wir brauchen zum Glück auch nicht so super viele. Ich glaube, für den Crystal Speer brauchen wir, oder für das Schwert brauchen wir irgendwie so 10 Silica Pearls. Also das ist auf jeden Fall machbar. Und hier gibt es ziemlich viele Trilobites, zum Glück. Und Haifische. Okay, kommst auch mit? Oh, Axt ist durch. Okay, jetzt muss ich eh zurück. Ich muss unbedingt alle Tools reparieren. Wir haben so ziemlich alles zerlegt, was wir dabei hatten. Wir brauchen natürlich jede Menge Stein noch. Da bin ich auch schon dabei. Hier liegt ja auch ziemlich viel rum. Das kann man auch ganz gut einsammeln. Gerade wenn man so auf dem Rückweg nach Hause ist und so. Noch ein bisschen Gewichtsplatz hat. Weil man nicht genug Silica Pearls gefunden hat zum Beispiel. Dann kann man einfach so ein bisschen Stein mitnehmen. Hier draußen gibt es auch noch ein paar Büsche. Da kann man wieder Beeren sammeln für Christine. Christine ist unsere Bärenvernichterin. So. Ja, dann bringen wir das jetzt alles nach Hause. Alle Schmieden laufen auf Hochtouren. Also die Ressourcen sollten wir bald haben. Ich denke, wir haben jetzt hoffentlich auch genug Silica Pearls. Es waren ja jetzt doch wieder ein paar. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns den Speer herstellen können. Das würde ich auf jeden Fall super gerne. Wie weit bist du denn? 43 von den Crystal Ingots. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir brauchen. So. Ich hätte gern den Obsidian, also die Obsidian Pike. Auf jeden Fall. Das Ding bauen wir uns direkt. Das kostet 20 so Obsidian-Barren, ne? Also nicht günstig. Und dann hätte ich total gerne das Schwert. Das kostet 80 Crystal Ingots. Ich glaube, dass wir uns das leisten können. Da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Wir haben schon die Hälfte. Dann brauchen wir aber auch noch 20 Obsidian Ingots. Und wir brauchen die Silica Pearls. Die haben wir jetzt. Jetzt haben wir 12 Silica Pearls. Super gut. Ja, und auch dieses Mortar und Pestle Ding läuft die ganze Zeit auf Hochtouren. Wir stellen Cementing Paste ohne Ende her. Wir haben Unmengen an Chitin. Ich muss nur genug Stein ran schaffen, dass das auch was wird hier. Ziemlich viel Sand. Habe ich das alles aufgesammelt? Was soll ich denn mit dem ganzen Sand? Packen wir das mal hier mit rein. Und wieso ist es hier? Wieso habe ich schon wieder Hunger? Ich habe irgendwie immer Hunger, ne? Super komisch. Gut. Also wir haben noch 9 im Auftrag. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr Obsidian, ne? Habe ich da noch was mit reingeschmissen hier? Wir haben noch Kristall. Also wir haben einiges an Kristall inzwischen. Aber ich glaube, Obsidian ist schon wieder aus. Haben wir vielleicht... Haben wir hier noch was? Nee. Und Christine habe ich auch schon leer gemacht, ne? Die hat wahrscheinlich auch schon wieder alle Beeren aufgegessen, wie ich die kenne. Ja, hat sie. Okay. Das heißt, wir haben wieder einen Obsidian-Engpass. Jetzt muss ich echt nochmal gucken, ob ich irgendwo noch Obsidian habe. Aber es sieht nicht so aus. Das ist doof. Also das Schwert können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Das sind nochmal ein paar. Haben wir hier irgendwo Obsidian reingepackt? Nee, auch nicht. Da haben wir auch kein Obsidian. Ich glaube, wir haben schon wieder alles verbrannt, ehrlich gesagt. Das ist doof. Wir brauchen ja auch noch Obsidian, um uns... Okay, wir könnten noch ein paar von den Obsidian-Ingots abbrechen, ne? Wir müssten uns auch wieder Pfeile herstellen. Die kosten ja auch Obsidian. Da haben wir sowieso nichts drin. Okay. Ja, also das Schwert können wir uns heute noch nicht herstellen. Da muss ich erst nochmal los und ein bisschen Obsidian holen. Da muss ich ein paar Brücken bauen. Wir könnten vielleicht noch die Crystal Pike bauen. Die kostet 40 Crystal Ingots. Ist dann wahrscheinlich das Upgrade zur Obsidian Pike, nehme ich mal an. Aber wir müssen einfach mal beide ausprobieren, wie die so aussehen und so. Und die kostet 5 Silica Pearls.
Okay, dann brauchen wir Silica Pearls, wir brauchen Obsidian. Und wahrscheinlich bald auch wieder Kristall. Da gibt es ja noch so viel anderes zu craften, aber wir brauchen Black Pearls. Das ist halt nicht ideal. Black Pearls. Da kommen wir so leicht nicht ran, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, ne? Nehmen wir mal die restlichen Sachen mit. Haben wir schon welche? Nee. Das craftet ihr immer noch. Jetzt aber endlich. Wir haben 20 Obsidian-Ingots zusammen. Stellen uns jetzt diese Crystal Pike her. Crystal Pike PSE Plus. Also Primitive Survival Equipment. Okay, die dauert einen Moment. Hightech-Equipment dauert immer lange zum Craften. Das ist die Obsidian-Pike. Und ich denke, die Crystal Pike ist noch ein bisschen stärker. Mal schauen. Bam! Okay. Die hat 100 Durability. 70 Durability. Schauen wir mal, wie das Ding aussieht. Oh yeah. Nice. Gehen wir mal raus. Noch haben wir ein bisschen Licht, aber ich glaube nicht mehr lange. Wir sind schon wieder super lange unterwegs. Boah, der sieht total cool aus. Das ist unser Obsidian-Speer, also unsere Pike. Yeah. Total cool. Und dann haben wir noch die Crystal Pike. Die leuchtet. Irgendwer macht Geräusche. Yeah. Also wir haben zwei neue Waffen. Die müssen wir dann testen. Das können wir heute nicht mehr machen. Das dauert zu lange. Wir haben haufenweise Ressourcen gesammelt. Ich glaube, wir sind safe. Aber irgendwas macht hier Geräusche. Also auf jeden Fall super erfolgreich heute. Ich glaube, die Crystal Pike ist einfach ziemlich cool in der Höhle, oder? Weil die leuchtet. Die gefällt mir. Christine hat uns geholfen, das alles hochzutragen. Ich werde, glaube ich, noch direkt nochmal mit Christine aufbrechen, in die Höhle runter und noch ein bisschen Metall holen. Christine kann super viel Metall tragen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Metall. Das Obsidian haben wir ja gesehen, da muss ich eine Brücke rüberbauen, dann können wir noch so ein bisschen Obsidian holen und uns hier dann hoffentlich auch die anderen Sachen herstellen. Und Kristall geht genauso. Da brauche ich vielleicht noch ein, zwei Foundations, um da überall hochzuklettern. Aber dann sollte auch das kein Problem sein. Also wir haben wirklich eine ziemlich coole Base-Location. Das Einzige, was es hier nicht gibt, sind Biberdämme. Da müssen wir also nochmal los, weil Cementing Paste ist halt schon so ein Problem. Wir haben jetzt einiges zusammen. 91 haben wir schon zusammen. Aber ich muss halt Stein ranschleppen. Das ist nicht mehr normal. Also wir brauchen ja irgendwie für 15 Cementing Paste 100 Stein oder so. Ich habe hier einen Haufen Stein reingepackt. Nehmen wir da mal 100 raus. Dann können wir uns direkt mal gucken. Wir kriegen für 100 Stein 12 oder 13, ne? Das ist halt nicht so cool. Ich wünschte, das wäre so ein bisschen mehr. Aber gut. Wir haben zwei neue Waffen. Wir haben wieder einiges zum Testen. Ich muss wieder die ganzen Dinos hier aufräumen. Die haben sich hier so ein bisschen verteilt überall. Ja, und wir waren super erfolgreich, was das Ressourcensammeln angeht. Da unten gibt es halt wirklich alles, was wir brauchen, egal was wir da machen. Ob wir Skorpione jagen, ob wir Kristall, Metall, Obsidian mitnehmen. Alles Sachen, die wir dringend brauchen in großen Mengen. Also das lohnt sich immer runter in die Höhlen zu gehen. Wir können das praktisch alles verwerten, was wir da unten finden. Und jetzt haben wir ja auch, ich glaube, 4 Dillos, ne? Und die fressen auch ganz gut Fleisch, das heißt, wir können auch ein bisschen was von dem Fleisch wiederverwerten. Ich bekomme nämlich Unmengen von Fleisch da unten. Das schmeiße ich dann meistens weg, weil das auch einfach viel zu schwer ist. So ein bisschen länger könnte der Speer eigentlich sein. Ne? Der ist jetzt nicht wirklich super lang. Der ist maximal, das ist 1,90 oder so. Könnte ein bisschen länger sein. Ich glaube, ist der andere Speer nicht länger? Nee, auch nicht. Der kam mir nur irgendwie länger vor. Die sind alle relativ kurz. Aber gut, dafür sind sie hoffentlich scharf, ne? Wie auch immer, für heute müssen wir erstmal wieder Schluss machen. Testen müssen wir die dann nächste Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark the Hunted. Bis dann!